Egal wie, alles hat immer etwas Positives. Alles. Ich habe in letzter Zeit sehr viel reflektiert und sehr viel festgestellt, dass ich doch viel Gutes auch während den schlechten Erfahrungen hatte. Und das umfasst komplett alles, jede schlechte Erfahrung oder sonst was. Du hast vielleicht mal Zeiten im Leben, wo du nur an Schlechtes denkst. Dann ist es wichtig, sich auch klar zu machen während den ganzen schlechten Gedanken, weil es ist wichtig, auch diese Gedanken fließen zu lassen. Du darfst niemals sagen, oh, ich darf nicht an was Schlechtes denken. So, jeder Gedanke darf da sein, nur du musst ihn verarbeiten. Diese Gedanken wollen dir was sagen. Und die wollen dir einfach nur sagen, okay, da ist irgendwas, was behoben werden muss, egal was das jetzt ist. Und dann konzentrierst du dich kurz darauf und verarbeitest das Ganze. Denkst kurz daran, ah, was ist das, was mich daran stört? Und bearbeitest das Ganze für dich. Und so kommst du immer weiter voran im Leben, anstatt dich nur auf das Schlechte zu fokussieren, nur auf das, was du nicht hast, nur auf das, was du nicht bist. Nur, weißt du, was ich meine? Deswegen, und während du das Ganze machst, dieses, ah, das habe ich nicht, ah, dies bin ich nicht, denk dran, was du ist schwer, natürlich, aber trotzdem, mach diese Arbeit. Versuche es zumindest, dass jedes Mal, wenn du schlecht zu dir sprichst oder sonst irgendwas oder irgendwas Schlechtes passiert ist und du einen schlechten Gedanken hast, mach dir direkt, und was ist Gutes dabei passiert? Was habe ich daraus gelernt? Direkt den Lernprozess aktivieren, dass du aus jeder Sache etwas Gutes siehst. Und so kommst du immer weiter voran im Leben und wirst zu deinem besten Ich. Peace.